Timo, übrigens im letzten Video, da saß mein Cap so tief, dass meine Ohren die ganze Zeit abgestanden haben. Ja, ich hab's gesehen. Ich wollte es dir nicht im Nachhinein sagen, dass es mir beim Schneiden aufgefallen ist. Das Problem ist, wenn wir so telefonieren wie jetzt, sehe ich deine Ohren. Ich kann das nicht sehen, weil das meine Perspektive halt eine ganz andere ist als die der Kamera. Weißt du? Ich kann da gar nicht sehen. Alles klar. Heute reden wir mal ein wenig über dies hier. Also bei mir ist Gin Tonic drin und bei dir, Timo? Da ist immer Gin Tonic drin. Dabei geht es jetzt nicht, wie viele vielleicht denken mögen, um den Gin da drin, also um den Alkohol, sondern ausnahmsweise um das Tonic Water. Sonst ergäbe ja auch der Titel dieses Videos nicht so viel Sinn. Genau, denn heute machen wir mal wieder eine Fallvorstellung. Sowas Ähnliches hatten wir schon mal, als es um den Fall und das Überleben von Audrey Schumann ging. Im Gegensatz zum damaligen Thema überlebte die heutige Patientin den Fall aber leider nicht. Wir erzählen euch vom Tod einer 25-jährigen Patientin nach der Einnahme von Loperamid. Und jetzt, ohne dafür Werbung machen zu wollen, Loperamid kennt jeder von euch als Imodium akut, nur damit es bei euch Klick macht. Leider trank sie aber auch eben sehr gerne Tonic Water. Und in diesem Fall hat sie das in nicht unwesentlichen Mengen in zeitlichem Zusammenhang mit der Einnahme von Loperamid auch getan. Und genau das wurde ihr letztendlich auch zum Verhängnis. Ich weiß nicht, wie ich das noch steigern soll. Das ist Marcel. Und ich bin Timo. Willkommen zu einer neuen Folge. Hat vielleicht einer Lust, mein neuer YouTube-Partner zu werden? Der hat eine Macke. Wir beide, wir machen seit über 10 Jahren Ärzte sein. Wir beide, wir sind seit über 10 Jahren Ärzte. Und bei uns bekommt ihr alltagsrelevante medizinische Themen. Als Gurke in den und nur in den Hendrix-Gin reingeschnitten. Hast du da Hendrix drin? Natürlich habe ich da Hendrix drin. Erkennt man daran, dass das der einzige ist, den ich mit Gurke trinke. Soll man so. Hast du da eine Gurke drin? Ich habe da eine Gurke drin. Hendrix mit Gurke. Hendrix mit Gurke. Wir erzählen euch jede Woche etwas über interessante medizinische Themen. Also wenn euch sowas zusagt, dann lasst gerne ein Abo da und streckt den Daumen nach oben. Da der folgende Fall sich erst vor wenigen Jahren ereignete, es aber sowohl Tonic Water als auch Loperamid schon ganz viele Jahre gibt, brauchen wir uns eigentlich nicht so richtig Sorgen machen, dass dieses Ereignis, von dem wir euch jetzt erzählen, häufiger auftritt. Mehrere Faktoren spielen in diesem einen Fall miteinander zusammen und machen diesen Fall so unglaublich interessant. Und wir werden auf jeden einzelnen dieser Faktoren jetzt eingehen. Es beginnt damit, dass eine 25-jährige, also sehr junge Patientin ohne Drogenerfahrung und einem ganz unauffälligen Sozialgefüge an einem Magen-Darm-Infekt erkrankte. Sie musste sich deshalb übergeben, hatte Bauchschmerzen und Durchfall. In der Nacht wurden die Beschwerden dann so schlimm, dass sie den ärztlichen Notdienst anrief, der sie dann auch zu Hause besuchte. Hört, hört, merkt ihr was? Sie ging nicht in die Notaufnahme, sondern sie rief den ärztlichen Notdienst. Nicht die 112, sondern den ärztlichen Notdienst. Alles richtig gemacht. Nach einer körperlichen Untersuchung und Messung der Temperatur entschied der ärztliche Kollege, ihr ein Medikament gegen die Durchfälle zu rezeptieren. Eben das vorhin erwähnte Loperamid. Kurze Erklärung zum Loperamid. Loperamid ist ein Opioid. Das heißt also ein Abkömmling des Opiums. Dieses besondere Opioid wirkt aber normalerweise nicht zentral, das heißt also nicht im Gehirn, sondern nur peripher. Das heißt, in diesem Fall macht man sich eigentlich nur die Nebenwirkungen der Opioide zunutze. Und da es eben nicht im Gehirn wirkt, nennt man das Ganze auch Scheinopioid. Genau, es ist einfach ein Peristaltikhemmer.
Das heißt also, die Darmtätigkeit wird dadurch herabgesetzt. Und somit eignet es sich auch, so wie der Kollege es richtig verschrieben hat, bei akuten Durchfallerkrankungen. Wobei wir ja in der letzten Folge euch auch erklärt haben, dass man nicht gleich bei jedem Durchfall etwas machen sollte. Bei dieser Frau war es aber dann wahrscheinlich so heftig, dass man eben etwas hat machen müssen. Und um diese Peristaltikhemmung zu erwirken, bindet dieses Opioid direkt an einem Opioidrezeptor im Darm. Insgesamt ist Loperamid ein harmloses Medikament, ein eigentlich ganz gutes Medikament. Es ist sogar auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der WHO. Das heißt also, wir wollen jetzt hier nicht den Eindruck erwecken, dass dieses Medikament irgendwie gebasht werden muss und alle reihenweise davon sterben werden, aber hört selbst. Genau, dann jetzt mal zurück zu unserer Patientin. Sie nahm unmittelbar danach, also nachdem der Arzt das Rezept verschrieben hat und der Lebensgefährte schnell in die Notapotheke gegangen ist, um dieses Medikament zu holen, 4 Milligramm Loperamid ein und 600 Milligramm Ibuprofen gegen die Schmerzen. Da die Beschwerden aber nicht deutlich besser wurden und sie deshalb auch nicht schlafen konnte, nahm sie direkt am frühen Morgen, so gegen 6, erneut 2 Milligramm Loperamid ein. Daraufhin wurde sie schläfrig, schlief ein, zumindest hatte das der Lebensgefährte so interpretiert, und sie war ja schließlich müde und er verließ das Schlafzimmer. Nach einer halben Stunde fand er sie dann allerdings nicht mehr erweckbar in eigenem Erbrochenen wieder auf. So, und jetzt begann die Rettungskette. Einzelheiten wollen wir euch jetzt mal ersparen. Fakt ist jedoch, dass die Kollegen natürlich nicht Bescheid wussten, warum diese Patientin, die keine Vorerkrankungen und keine Drogengeschichten hat, jetzt auf einmal in diesen Zustand verfallen ist. Und sie fingen an, alles Mögliche an Erkrankungen, die ihnen in den Kopf schossen, in irgendeiner Art und Weise abzuklären. Lungenembolie, Herzinfarkt, epileptischer Anfall oder eine Gehirnblutung. Zusätzlich wurde ein Drogenscreening durchgeführt. Das heißt also, man nimmt Blut und auch Urin und schickt diese Proben ins Labor und man schaut, was so alles im Körper vorhanden war. Und hier fand man nun Chinin und eben das Loperamid. Und jetzt nochmal kurze Erklärung zum Chinin. Chinin ist ein Bitterstoff und wird beispielsweise zur Herstellung von Tonic Water verwendet. Also nicht für Gin Tonic, aber halt für den Tonic im Tonic. Gin Tonic. Ja. Chinin wird allerdings auch als Arzneimittel, beispielsweise bei der Behandlung von Malariaerkrankungen oder auch bei Auftreten nächtlicher Wadenkrämpfe oder überhaupt halt Muskelkrämpfe eingesetzt. Also hier in Deutschland kennt man das unter dem Namen Limptar und das wird tatsächlich ganz gerne bei nächtlichen Wadenkrämpfen dann verabreicht. Überdosiert kann es allerdings zu lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen bis hin zum Herzstillstand führen. Aber das war hier gar nicht das Problem. Denn, zurück wieder zu unserer Patientin, aus der Fremdanamnese, das heißt also aus dem, was der Ehemann zu Protokoll gegeben hatte, trank die Patientin gerne und besonders viel Tonic Water. Am Tag, bevor sie ins Krankenhaus gekommen war, hatte sie sogar 2,5 Liter vom Tonic Water getrunken. Tja, und jetzt hätten wir eine Erklärung dafür, warum neben Loperamid eben auch Chinin in ihrem Blut nachgewiesen werden konnte. Chininhaltige Medikamente sind seit 2015 verschreibungspflichtig, weil sie sehr gerne in der Drogenszene von Drogenabhängigen missbraucht wurden. Chinin ist nämlich in der Lage, eine sogenannte Effluxpumpe zu blockieren. Diese Effluxpumpen befinden sich im Kopf und können Stoffe, die die Blut-Hirn-Schranke überschreiten, also die Blut-Hirn-Schranke, das ist eine Barriere zwischen Blut und dem Hirnwasser, sehr effektiv wieder heraustransportieren. Also diese Effluxpumpen können einfach sehr effektiv diese Stoffe, die die Blut-Hirn-Schranke überschreiten, wieder heraustransportieren, vom Hirnwasser ins Blut. Wie genau diese Pumpe funktioniert, das ist gar nicht wichtig für das Thema. Was wichtig ist, Loperamid gelangt durch die Blut-Hirn-Schranke eben in dieses Gehirnwasser, dem Liquor. Entfaltet hier aber gar nicht die zentrale Wirkung, erklären wir euch gleich, was das wäre, sondern wird normalerweise durch die Effluxpumpen wieder nach draußen transportiert, ins Blut zurück und hat gar nicht die zeitliche Chance, richtig zu wirken. Wenn man jetzt aber diese Effluxpumpen blockiert, dann gibt es auch keinen Transport mehr nach draußen. Das heißt also, das Loperamid bleibt zentral und wirkt zentral.
und kann direkt an den Opioidrezeptor im Gehirn binden. Also letztendlich verstarb die junge 25-jährige Patientin, weil das eingenommene Loperamid einfach nicht mehr heraustransportiert werden konnte und somit zentral eine eintrübende Wirkung entfalten konnte, bei der sie vergessen hat zu atmen, das Bewusstsein verlor, erbrach und dieses Erbrochene auch noch eingeatmet hat. Diese gesamte Kombination führte bei ihr zu einem irreparablen hypoxischen Hirnschaden. Also ein Hirnschaden aufgrund zu lange bestehender Sauerstoffversorgung. Wenn so ein Sauerstoffmangel im Körper entsteht, leidet jedes Organ. Und unter anderem bleibt das Herz sogar stehen. Und obwohl das Rettungsteam es geschafft hat, einen Kreislauf wiederherzustellen, kam die Hilfe leider zu spät. Und nachdem man nur noch den Hirntod hat feststellen können, wurde dem Wunsche der Patientin entsprochen und ihre Organe wurden gespendet. Auch darüber haben wir schon mal ein Video gemacht. Jetzt braucht man aber, wie wir anfangs ja schon mal gesagt haben, keine Angst haben. Also nach so einem Gin Tonic kann man durchaus, wenn man Durchfall haben sollte, Loperamid einnehmen. Allerdings, wir empfehlen natürlich nicht die Einnahme von Medikamenten in Kombination mit Alkohol. Diese Dame hat aber eben nicht mal einen Gin Tonic getrunken, sondern eben 2,5 Liter Tonic Water. Das ist viel. Und dadurch hat sie hochgerechnet ca. 170 Milligramm Chinin eingenommen. Die Dosisschwelle für Chinin zur Blockierung der Effluxpumpen liegt bei etwa 200 Milligramm. Also 170 ist schon recht nah dran. So, und jetzt muss man noch betrachten, dass diese Patientin eine sehr kleine und sehr schlanke Patientin war mit einem Body Mass Index von kleiner als 20. Das heißt also, sie war eine sehr zierliche Person. Somit kann man jetzt davon ausgehen, dass bei einem normalgewichtigen, normal gewachsenen anderen Patienten diese 2,5 Liter höchstwahrscheinlich nicht ausreichen würden. Und zusätzlich war sie absolut drogenunerfahren. Das heißt also, eine relativ kleine Menge an Opioid im Blut konnte schon zu dieser verheerenden Wirkung führen. Wo wir schon mal bei Drogen sind, kürzlich hat Timo ein Video über Ketamin gemacht. Special K. Und habt ihr noch Fragen zu diesem Fall, dann gerne in die Kommentare und ansonsten bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Es ist wirklich total krass, dass eine Patientin, die einfach Durchfall hat, ein Medikament vom ärztlichen Notdienst kriegt, was du und ich genauso hätte verschreiben können. Und du und ich hätten bis gestern, bis wir das jetzt durchgearbeitet haben, nicht daran gedacht, dass A, die Patientin 2,5 Liter Tonic trinken könnte und B, davon auch aufhört zu atmen. Völlig abgefahren. Tja, in Zukunft musst du immer fragen, trinken Sie viel Tonic Water? Vor allen Dingen, wenn du jemanden fragst, ob er wegen des Durchfalls gerade befragst. Naja, ich muss mal erstmal die Patienten angucken, ist sie klein, schlank oder vielleicht ist auch ein kleiner Mann oder divers. Und dann trinken Sie viel Tonic Water, weil ich möchte Ihnen ein Medikament verschreiben. Völlig krass. Und auf der ITS wird es echt schwer, die Patienten zu fragen. Aber da trinken sie auch kein Tonic Water. Meistens. So, ich sag heute kein Peace hinten dran. Nur für dich, Marci. Nur für dich, Marci. So, das war's. Das war's.